kurz demonstrieren, wie man mit wenigen Handgriffen und SMAX CSS ein responsive Webdesign hinbekommt. Dies hier ist die Seite meiner Frau, bietet sich natürlich optimal als Spielplatz an. Ist eine ganz normale Webseite, kleines Kontaktformular, sechs Hauptpunkte, passende Unterseiten mit einem kleinen Menü, Text. So. Wenn ich jetzt hingehe, die auf unter 1000 Pixel verkleinere, ändert sich das komplette Design. Ich zeige es nochmal. Wir können uns das Ganze mal kurz auf dem Mobilizer angucken. So. Kontakt. Wenn ich hier auf Holistic Health gehe, Selbstdesign, wenn ich die Seite aufziehe, habe ich wieder meine Webseitengröße. Die Umsetzung mit SMAX ist auch sehr simpel. Ich habe, wie vorgesehen, eine Base-Klasse, ein Base-File, ein Layered-File, ein Module-File und State-File. Zu Theme kommen wir gleich. Also in der Base-Klasse ist mein Body-Tag drin, alle Grundelemente für HTML etc. Die Seite benötigt derzeit nicht viel, also diese drei Elemente reichen hier. Die Layout-Klasse beschreibt das Rahmendesign, Footer etc., die Aufteilung. Und in Modulen finden wir die ganzen Buttons, alles, was ich für Farben brauche, Hintergründe, Verläufe, aufgeteilt in eine Web-Section und für kleine Anpassungen auch in eine Mobile-Section. Die Status-Klasse enthält Status wie Active, Hover etc. Das habe ich derzeit in der Form noch nicht. Deshalb habe ich hier nur ein paar Display-Blocks und ein Display-None drin. So, hier. In meiner Theme Screen wird per Media Query geladen alle Anzeigetypen, die eine Mindestgröße von 1001 Pixel haben, bekommen diese Styles verpasst. Das heißt, ich überschreibe hier aus dem Layout-File den Container, vorsichtshalber, dass auf 965 75 Pixel aufgespannt wird, und ich verstecke hier die mobilen Inhalte. Das sind meist nur kleine Skripts, aber die schon ausschlaggebend fürs Design sind. Hier für das Mobile CSS sage ich alle Anzeigetypen und alles, was 1000 Pixel und kleiner ist. So, pack. Werfen einen Blick rein. Da wird das Menü versteckt. Der Startcontainer wird umgebaut, die Buttons werden kleiner gemacht, beziehungsweise auf 100% aufgespannt und dünner etc. Webteile werden versteckt, wie Navigationsbar, die wird dort nicht benötigt und die mobilen Sachen werden angezeigt. Ebenso wird das komplette Logo einmal neu umgeschrieben. Alles aus der Layout CSS überschrieben. Und das ist eigentlich alles. Ich kann auch nicht sagen, dass ich übermäßig sehr viel mehr Zeit gebraucht habe, aber vom Effekt bin ich selber schon sehr begeistert. Eines noch, und zwar Bilder. Hier in der Webbrowser-Ansicht haben wir zwei große Bilder. Wenn ich jetzt das Design zusammenschiebe, werden die erheblich kleiner. Ich rufe mal eben meine mobilen Freunde hier auf. Dies erreiche ich durch Adaptive Images. Alle Links zu SMAX, Adaptive Images etc. sind im Artikel zum Video zu finden. Ich
Deshalb gehe ich hier nicht näher drauf ein, aber die Bilder werden halt umgerechnet, um Ladezeiten zu optimieren etc. Man braucht dafür GDLib, PHP 5, Apache, also nichts, was wir nicht schon haben. Und ich möchte jedem Smacks ans Herz legen. Am Anfang habe ich, es ist eine neue Welt, aber somit hat CSS auch mal eine komplett neue und eine wirklich gute Struktur, mit der es Spaß macht, auch zu arbeiten. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen.